Willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von My Time at Porsche. Und heute werden wir das Haus vergrößern. Wir werden irgendwas anderes noch machen, auf jeden Fall. Genau, wir haben auch noch hier ein paar Dingensbums fertig. Ja. Quests und dank eurer Kommentare nochmal. Ich hatte mir irgendwas aufgeschrieben. Genau, zur Ziviltruppe und dass ich die Ohrringe hier kaufen kann. Hinten irgendwo. Und mit den Öfen, wobei, da muss ich mal gucken, ich kann doch nicht die Öfen auf die Platten stellen, die werden doch über Holz betrieben, oder nicht? Das habe ich noch nicht. Dante Dragon, du hast es ja gesagt. Aber ich meine, die Öfen werden doch aus Holz betrieben. Ich kann doch nur auf die Platten mal stellen, was mit Energiestein betrieben wird. Muss ich mal ausprobieren. Und hier hinten kann ich irgendwas kaufen. Hier. Tatsächlich Hühnerohrringe. Die Ritterabzeichen. Naja, ich habe, glaube ich, welche, aber nicht so viele. Emily, da hat sie Pech gehabt. So, ganz einfach. So, jetzt bringen wir erstmal die Quests weg. Und dann vergrößern wir noch das Haus. Oder ja, mal gucken, wie wir das, in welcher Reihenfolge wir das jetzt machen, tatsächlich. Vergrößern, glaube ich, erst das Haus. Die Sachen sollte ich alle dabei haben. Dann können wir vielleicht auch direkt schon mal umstellen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann bauen wir das ein bisschen um. Und vielleicht bauen wir es dann nochmal zurück. Man kennt das ja. So, jetzt erstmal hier. Zack. Na. Mach auf das Buch. Und dann schauen wir mal. Ich habe 18 Barren, 18 Holzdielen. Ja, die habe ich eingepackt. Habe ich auch noch geguckt, dass ich die da habe. Und 10.000 Golds, glaube ich. Aber oh, jetzt ist meine Tastatur hier ein bisschen. So, dann verbessern wir mal das Haus. Und, boah, das ist aber riesig. Alter Falter. Ja gut, wir bestätigen das Ganze auf jeden Fall mal. Ja. Ach du Scheiße. Ja, so kann man es machen. Boah. Junge, Junge, Junge. Das ist ja, das passt aber jetzt mal gerade so, ne? Also mal gerade ebenso. Okay, wir machen das jetzt so. Ja. Wird doch nichts versetzt. Ist doch alles super so. So, die Montagestation. Ich würde es ja fast hier links hinsetzen, aber da müsste ich die Öfen. Was passiert denn, wenn ich die jetzt dahin bewege? So, machen wir auf hier hin. Und mach jetzt einfach so, ja, wo gehen denn die Öfen hin? Die verschwinden dann nach hier. Ja gut, okay. Das ist ja in Ordnung. So, und dann noch den Arbeitstisch. Den bewegen wir noch. Den stelle ich jetzt mal hier geschmeidig an die Seite. So. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob der Arbeitstisch da bleibt, aber da lasse ich ihn jetzt erstmal. Ich könnte ihn theoretisch auch auf die andere Seite stellen. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal hier. Ja. Genau. Ja, super. Dann haben wir das doch schon mal gemacht. Dann haben wir das. Dann muss ich jetzt gleich mal ins Häuslein rein. Und ich habe gedacht, das wäre ein bisschen größer, aber das ist ja riesig. Also zumindest kommt es von außen so ein vor. Schön. Wie geht's mir? Ja, mir geht's gut. Und dir, Albert? Alles gut bei dir? Ja, alles frisch. Perfekt. So. Dann bringen wir jetzt die zwei oder drei Quests weg. Petra ist ja schwer am Arbeiten, wie ich es gelesen habe. Ja, die sorgt dafür, dass wir jetzt bald hier die richtige Dingensbummens bekommen. Und einmal hatten wir, glaube ich, für wen hatten wir denn das denn Ganze hier? Ne, für Sam diesmal nicht. So. Für wen? Ich könnte jetzt noch nachgucken, aber wir laufen einfach mal. Ach, Pauli, genau, Pauli war es. Pauli war das gehärtete Glas. Ach, komm schon. So, Handelsauftrag, jo, bitteschön. So, dann hatten wir. Ach, Arlo, was ist denn mit dir los? Arlo hatten wir auch was, ne? Oh, Entschuldigung, Arlo. Großer Handwerkskunst, ich bin beeindruckt. Du bist geschickt und talentiert. Ja. Haben wir auch fertig. Super. Das war es aber, glaube ich, auch schon, ne? Jetzt kann ich die anderen Quests mal wieder einblenden hier.
Ja, genau. Bushaltestelle. Ja, gut, da können wir jetzt eh noch nicht machen. Dann gehen wir mal kurz eben zur Ziviltruppe. Mein Gott, guck mal, ey, wir haben jetzt hier 5 Minuten gespielt oder was? Und richtig was geschafft. Ah, ist auch mal schön in dem Let's Play. Wir hatten ja schon mal genug Tage dabei, wo es ein bisschen Fahrt war, ne? Sag ich mal so. Haben wir alles aufgehoben für die heutige Folge. Direkt für den Anfang. So. Genau, Ziviltruppe wollte ich noch machen. Dann schreiben wir das mal hier aus. So, was haben wir denn hier? Level 4. Ja. Kann man die eigentlich auch. Ne, das waren nur die Fälle, ne, die man separat machen kann. Ja, okay. Dann machen wir mal Level das hier und. Na, die Bronze, ich weiß nicht. Ja, ich mache mal zwei Aufträge. Was haben wir denn eigentlich noch an Geld? 42.000? Warum haben wir denn so viel? Ach, durch dieses Abschlussding, ne? Da haben wir auch so ein bisschen was bekommen. Naja, haben wir ja richtig, richtig Kohle. Schicke ich die zweimal los. Mal gucken, wie viel man nachher rausbekommt. Wahrscheinlich werde ich die nochmal ein paar Mal schicken. So. Dann lasst du mal ganz kurz ins Rathaus gehen. Ja, wo bin ich jetzt hier gelandet? So. Ins Rathaus gehen, nochmal einen Auftrag abholen. Die Bushaltestelle können wir noch nicht machen. Ah, es müsste jetzt wirklich morgen, müsste der sechste Tag sein. Eigentlich, oder? So, noch ein Auftrag hier. Was haben wir denn hier? Sonnenbrillen, da müssten wir die Dinger verprügeln. Zinnlegierung. Eine hölzerne Spieluhr. Habe ich noch nicht gemacht. Zinn. Konnten wir Zinn? Ja, Zinnlegierung konnten wir machen, ne? Diese Aluminium-Dinger konnten wir nicht machen, ne? Oder? Ah, ich glaube schon. So, Zinnlegierung, dann können wir mal gucken. Ich hatte noch die Platten. Dann wollte ich noch genau ein Alles Schleifer. Wurde auch noch geraten zu bauen. Dann wollen wir da auch noch mal kurz gucken. Boah. Da gucken wir uns aber gleich, wenn wir eh pennen gehen, dann gucken wir uns das mal von innen an. Weil die Ladezeiten sind immer so grausam. Ja, okay. Ja, das ist natürlich da hinten jetzt nicht ganz so schön. Ach so, guck mal hier. Ja, das müssen wir natürlich ein bisschen ändern. Er ist fertig. Oh, dann ernte ich den mal. Und ich wollte doch hier auch, glaube ich, hier irgendeine Falle. Ich habe die Falle, glaube ich, sogar damit dabei, weil ich mir das letztens noch kurz vorher eingepackt habe. So. So. Fangmenü. Ja. Platzieren. Nicht genug Köder. Ach, jetzt was? Ach, jetzt brauche ich auf einmal Kumin. Ach so, je nachdem ich Bundeslader. Ach so, hier brauche ich noch Kumin. Und hier brauche ich Aromaapfel. Alter. Okay. Verstehe. War das nicht damals nur Kopfsalat? Naja, nee, wahrscheinlich nicht. Okay, müssen wir noch Kumin besorgen. Jetzt gucken wir aber erstmal hier. Platten haben wir hier. Haben wir hier. Und hier machen wir dann noch Zinnlegierung, nämlich. Kann ich hier nicht machen, ne? Ich krieg ein Ohr, ne? Ich krieg. Nee, warte mal. Das war ja auch hier, ne? Ja, genau. Das war ja hier. So, die breche ich mal ab und dann mache ich hier Zinnlegierung. Achso, ich habe noch 10 Stück. Ich habe sogar noch 10 Stück. Wo ist jetzt die Kiste? Auch die ist natürlich da hinten jetzt auch total unpassend. Die nehmen wir mal kurz hoch hier. Und packen sie dann. Ach, der Typ steht auch noch hier. Wo stellen wir denn unseren Buddha hin hier?
Erstmal hier. So. Oh, die Dinger brauche ich doch nie wieder, ne? Ach, da hinten stehen sie auch noch kreuz und quer. Fangen wir auch noch hier hin. Und den anderen daneben. So. Haben wir das. Dann gucke ich mal gerade wegen der Zinnlegierung. Brauche ich noch 6 Stück. Da habe ich anscheinend noch welche. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Da. Da brauche ich 6 Stück. Wunderbar. Da. So. Dann kann ich das auch schon mal beenden. Und ich wollte jetzt noch. Ach so. Noch ein Allesschleifer, ne? Für den Allesschleifer brauchen wir auf jeden Fall noch so eine Schleifmaschine, aber eine erweiterte Schleifmaschine war das, ne? Oder wie heißen die nochmal? Wie hießen die denn nochmal? Hier Allesschleifer. Da brauche ich. Ach so, eine Schleifmaschine. Eine Schleifmaschine, ja gut, okay. Oh Mann. Hä? Alles Schleifer. Ja, erstmal zurückholen. So. Eine Schleifmaschine. Irgendwie habe ich ja im Kopf, dass ich noch eine habe, ne? Aber habe ich nicht, ne? Ich hätte ja nur eine, ich hätte auch keine vorgefertigt, ne? Nee. So, dann lass uns kurz gucken, was wir brauchen. Das ist ja, glaube ich, relativ easy. Alte Teile, Kupferbarren, Schleifstein, 2 Stück. Schleifstein war das hier. Genau, 2 Stück hier. Bum, 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 bum. Kupferbarren, ne? Glaube ich. Kupferbarren. Habe ich noch welche? Mal kurz gucken. Ja, 33 Stück. 3 brauche ich. Da sind doch welche. Da nehme ich jetzt erstmal die ganzen. So, und alte Teile, ne? Genau, 2 alte Teile. Dann kann ich erstmal die hier wieder zurücksetzen. Zack. Und alte Teile. Habe ich hier noch welche im Inventar? Nee, ne? Nee. Da. Oh, habe ich nur noch 5 Stück? Oh, da sind auch nochmal 3. Habe ich hier noch welche? Oh, habe ich nur noch 8 Stück? Das ist aber bestimmt wenig. Weil alte Teile haben wir echt auch oft gebraucht. Muss ich aber in Ruhe suchen, ob ich vielleicht noch ein paar habe. Ich glaube nicht. Die brauchen wir ja auch gefühlt immer. Ja. So, und dann brauchen wir noch einen industriellen Ofen. Oder war ein einfacher? Ne, industrieller Ofen, ne? Ich gucke jetzt lieber nochmal nach. Aber ich bin mir ziemlich sicher, industrieller Ofen, ja. So, industrieller Ofen war hier. Industrieller Ofen. Dung, 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 dung. Kern, Carbon-Stahlbarren. Stahlbarren, Marmordielen. Ja, gucken wir mal. Was wir hier. Industrieller Kern, 2 Stück. Oh, Blutstein. Blutstein fehlt mir. Eieiei, Harz. Wird mir auch fehlen. Könnte ich aber im Mixer machen kurz. Der, wo ist der denn jetzt hin? Harz kann ich kurz mal im Mixer machen.
Habe ich 9 Stück von? Ja. Warum hat sie? Ja, komm, mach ich 25, bin fertig. Blutstein fehlt mir. Stahlplatte 5. Die habe ich doch. So. Und Marmordiele. Bin ich mir auch sicher, dass ich die habe, oder? Nee, keine mehr. Tatsächlich. 5 Stück brauche ich. Mache ich direkt mal 10. So. Okay. Haben wir das auch. Jetzt ist die Frage, Blutstein. Habe ich auch sonst immer hier von diesen Steinen hier an der Seite bekommen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ging das doch immer ganz gut. Oder nee, von denen nicht. Von den großen war das, ne? Ist ja bergab, aber ich meine auch bei den Steinen das zu bekommen, wenn mich jetzt alles täuscht. Hat sie vielleicht jetzt einen anderen Wunsch? Nee, immer noch Hühnerohrringe. Könnten uns aber verabreden, ach, guck mal hier, jetzt pass mal auf. Was mache ich denn jetzt? Oh. Das kostet mich minus 1000 Gold, nee, ne? Das war schon vorher so. Okay. Was ist Emily? Sollen wir nochmal. Achso, lass uns nochmal kurz gucken, wie generell der Status jetzt eigentlich hier steht. Hier, Soziales. Aha. Aha, aha, aha. Ja, glaube ich, wollen wir noch ein Herz mehr. Dann treffen wir uns mal mit dem. Verabreden uns mal hier mit der. Ja, Verabredung. Peach Plaza. Morgen früh. Perfekto. So. Blutstein. Ach, das waren Marmorplatten. Aber ich habe doch. Ach nee, hier waren immer Erz und so ein Müll, ne? Ja, ja, ja. Ich weiß, ich habe die auch mal woanders ganz gut bekommen. Weil ich hatte ja mal nicht so wenige davon, glaube ich. Da, Blutstein, sag ich doch. Okay, ein. Wie viel brauchen wir? Oh mein Gott. Marco, treff doch mal, Mensch. Ja, ich glaube, die großen... Da ist noch einer. Sehr schön. Jetzt, wie viel brauchen wir? Man sagt doch mal, Leute, ihr schweigt auch immer, ne? Sechs. Wie viel habe ich? Ich packe die mir mal hier unten rein, damit ich, fast fertig. Fast fertig. Komm, du gibst mir jetzt 4 Blutsteine. Oder gar keinen. Herrschaftszeiten, ja, okay. Aber der hier. Ey. Die Kleinen kann es, glaube ich, auch gar nicht geben. Ne? Ich bin mir nicht. Noch einer. Ah, es müsste mal hier so eine Serie kommen. Ja, 3. Jetzt brauchen wir nochmal 3. Obwohl, das ging ja schnell eigentlich jetzt, ne? Die Dinger hier abbauen, noch ein oder 2 brauchen wir noch. Dreh ich doch ein bisschen nach rechts, Marco. Also zickig heute hier. Ich hab falschen Stein aufgestanden. So, noch ein, komm, ein, aber jetzt habe ich keine Steine mehr. Nein, hier noch irgendwo Steine. Ja, dann müssen wir ja kurz in die andere Richtung laufen. Hier müssen doch irgendwo noch Steine sein. Ah, da sind noch ein paar. Geht der auch? Ja, der geht. Komm, hier, der ist der letzte drin. Ich merke das. Habe ich den Urin. Nur 2. Jetzt war ein zu viel. Oh. Da geht er nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ach so, hier habe ich ja bestimmt auch schon ein bisschen was fertig. So.
Harz, jetzt können wir hier die Kerne feststellen, fertigstellen. Zwei Stück, bumpf, zack. Und jetzt. Schon wieder so viel Müll hier. So. Und zack. Was fehlt jetzt noch? Ach, Marmordielen. Fünf Stück, komm. Drei. Na, die kriegen wir noch heute fertig. Zwei kriegen wir noch fertig, Leute. Das habe ich, das geht, glaube ich. Ist ja noch ein bisschen Zeit. So. Dann gucken wir nochmal für die, warte mal, wir haben jetzt die Schleifmaschine. Wir haben den industriellen Ofen. Dann lass uns gucken, was wir noch dafür brauchen. Vielleicht können wir noch was vorbereiten. Alles. Schleifer. Stahlplatten, Stahlhülle. Ah, okay. Stahlhülle brauchen wir noch. Stahlhülle. Wo war das denn hier? Hier, genau. Da brauchen wir Stahlrahmen. Ein, also zwei Stahlrahmen brauchen wir. Zwei Stahlrahmen. Und Schweißstab brauchen wir noch. Schweißstab. Schweißstab war. Hier. Ja, immer sind wir mal fünf. Also Zinn hat. Achso, Zinn kann ich auch noch abgeben, aber gut, das mache ich andermal. So, Schweißstab. Und dann machen wir hier gerade noch. Jawohl, die kann ich dann zusammen fertigen. Die brauchen ja gar nicht so lange. Ne, zwei Stunden. So, was war noch? Kurz gucken. Stahlplatten habe ich. Vier Stück. Ne, nur Stahlhülle. Okay. Dann packen wir das mal hier alles rein. Was wir später brauchen, das brauchen wir. Achso, ne, Moment. Aber blöd, weil die brauche ich auch noch. Den Dünger brauche ich jetzt erstmal nicht. Und dann brauche ich noch. Die Stahlrahmen macht der so, ne? Ich habe doch noch irgendwo den Ofen. Wo ist der denn? Ach nee, der steht ja noch da drauf. Ja, okay. Packe ich erstmal die Sachen weg hier, die doppelt sind. Die alte Teile habe ich tatsächlich nicht mehr, sonst wären die jetzt mit reingegangen. Packe ich jetzt aber weg. So. Ja, das Herz packe ich jetzt auch mal weg, ne? Das packe ich mal weg. Der ist für einen Arc hier, das ist okay. Die einfache Schneidemaschine wollte ich nicht verkaufen, das kann ich wegpacken. Metallkiste, ja. Ach, das wollte ich noch mal hier zum Museum bringen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt, deswegen mal gucken. Ja, und die Sachen. Also im Prinzip wollte ich das hier oben, glaube ich, verkaufen. Ist auch blöd, ne? Eigentlich brauchen wir es ja auch nicht. Also, dieses Geld brauchen wir jetzt nicht, dann lassen wir es lieber da drin. Behalten wir es einfach. Würde ich behaupten. So, ne, also ich glaube, das wird dann heute doch nichts mehr. Ich dachte, die wären ein bisschen schneller fertig hier, die Stahlplatten. Naja, ist ja nicht so schlimm. Dann würde ich vorschlagen, wie viel brauche ich denn? Jetzt kann ich jetzt hier die zwei Dinger machen. Wie hieß das nochmal? Stahlhülle. Jo, zwei Stück. Perfekt. So, dann haben wir das auch. Und dann legen wir uns mal ins Bettchen, würde ich sagen. Und ja, sehen wir uns. Ne, wir sehen uns gleich drinnen wieder. Das Haus müssen wir noch begutachten. Ich komme nicht mehr rein. Ach, die Tür ist oben. Oder wo? Wo ist jetzt die Tür? Oh nein! Ja, das Haus steht falsch. Ich dachte, das wäre der Eingang. Oh, das wird aber eine Nummer, Lu. Ja, okay, wir treffen uns trotzdem mal drin. Das Haus müssen wir natürlich noch umstellen, ne? Das kann nicht so bleiben. So,
Hier sind wir drin, jetzt steht da alles ein bisschen anders. Mein Bett steht nicht mehr hier in der Ecke. Ja. Weiß gar nicht, ob das hier bleibt. Ey. Nein. Warum dreht er es nicht? So. Ja gut. Die Kisten und so, das ist natürlich jetzt ein bisschen anderes. Okay, das ist unser volles Zimmer, ist ein bisschen größer geworden. Sehe ich ein. Okay, da muss man natürlich alles ein bisschen einrichten. Und hier ist ein Raum hinzugekommen. Naja, sieht von außen wirklich größer aus. Zumal man ja irgendwie, ich dachte, ich kann auf den Balkon gehen oder so. Das ist ein bisschen lame. Ich dachte, ich kann da hier irgendwie rausgucken oder so. Naja. Okay, sieht von außen schöner aus, als es tatsächlich ist. So, wir sehen uns gleich wieder. Ja, wunderbar. Wir müssen natürlich das Haus drehen, ne? Das machen wir jetzt auch gleich direkt. Forschungsergebnisse. Elektrischer Ofen. Petra, ich danke dir. So. Jetzt machen wir mal kurz hier gerade das fertig. Weil wir haben ja auch gleich ein Date mit Emily. Dann packen wir direkt den elektrischen Ofen da drauf. So. Zack, zurückholen. Und ja, das muss natürlich hier alles weg, ne? Also das kann ja hier nicht so bleiben. Die Dinger muss ich dann jetzt auch erstmal. Die Dinger stelle ich jetzt mal gerade woanders hin hier. Und der verschiebt mir die ja eh, aber. Ich packe die jetzt erstmal hier hin. Na, war doch richtig. So. Und 2 Stunden bis zur Verabredung. Das packe ich einfach in die Tasche. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz zum A und G. G und A. Beziehungsweise Emily da steht. Nee. Dann, ich habe das gar nicht gecheckt. Ich dachte, das Haus, ne, so, das, ich dachte, das ist cool, dann kann man so hochgehen. Mit der Treppe. Ich finde es ein bisschen doof, dass man, ich meine, das ist ein Balkon und oben so alles. Also man kann außen rauflaufen. Wäre schön, wenn man von innen auch irgendwie hochgehen könnte. Und von oben irgendwie rausgeht. Aber das ist jetzt nur so ein Prinzip, das ein bisschen länger geworden ist und ein Zimmer dran. Ist ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Aber gut, wollen wir uns nicht beschweren. Es ist größer. Ja. Und Hauptsache, es steht jetzt richtig. Aber ich habe echt gedacht, guck mal hier, ne? Weil ich habe auch gedacht, dass hier, seht ihr das da unten drunter? Also dieses rote, ich kann jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, was es ist. Also hier das vordere. Das ist tatsächlich die, ja, wisst schon, Tür ist. So ist es natürlich nicht. Sehen wir jetzt. Okay, wir bewegen es jetzt auf jeden Fall. Und müssen es jetzt drehen. Okay. So, hier ist sie. Aha. Wir könnten das jetzt. Ja, ich würde. Oder wir stellen es ein bisschen weiter nach vorne. Nee, ich finde es. Oder dann könnte ich da hinten die Kästen noch. Oder ich stelle es so weit nach vorne und. Nee, ich glaube, ich stelle es nach hinten. Leute. Ich glaube, ich stelle es erstmal nach hinten. So. Da passt das ja sogar da. Oh, das sieht aber doof aus. Aber wo soll ich das denn sonst hinpacken? Jetzt drehe ich aber. Jetzt habe ich die Tür schon. Ne, jetzt habe ich die Tür auf der richtigen Seite, ne? Ach. Jetzt habe ich das Ding draußen stehen. Ich weiß nicht, geht die Zeit jetzt weiter, weil dann wir machen das sonst ein andermal, weil die Emily Fabrik, ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt hier drin weiterläuft. Aber weil der Akt steht und ich sehe den da hinlaufen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Zeit weitergeht. Ich meine, es ist ja im Prinzip egal, dass man jetzt hier hinten hochlaufen kann, ne? Juckt uns ja nicht. Es passt jetzt erstmal alles. Es ist halt alles andere als schön. Aber quer finde ich halt auch doof. Ich bestätige das jetzt erstmal so, weil ich nicht weiß, ob die Zeit weiterläuft.
Aber da, das will ich nicht so lassen. Das werde ich anders machen. Oh, Zeit ist nicht weitergelaufen, okay. Da muss ich nochmal gucken, in Ruhe. Das gefällt mir nicht wirklich. Ein bisschen optisch, ein bisschen muss es ja aussehen, ne? Vielleicht packen wir das Haus weiter nach rechts und dann das. Aber das ist auch blöd. Komm mal, Liebe, wir starten. Verabredung beginnt. Ja, wir gehen. Pass auf, erstmal gehe ich dir kurz Blumen kaufen. Weil ich glaube, wir müssten mehr Herzen haben für nachher für diesen Ehering und so, ne? Meine das irgendwo gelesen zu haben. Also im Wiki, glaube ich. Ich will mich nicht mit dir unterhalten. Dass man X Herzen braucht oder so. Aber das werden wir dann ja sehen. So, komm, Emily. Unser Date ruft. Ups, Lippe festgeklebt. Immer das Warten auf die Frau. Hast auch noch nicht geschafft, Emily. Ich bin begeistert. So, komm. Komm ran hier. Ja. Das ist natürlich. So, jetzt müssen wir wieder alles hier durchfragen, ne? Über Lieblingsessen reden. Ja. Das machen wir jetzt. Nach der Arbeit fragen. So. Ja. Was machen wir jetzt? Nach der Arbeit fragen. Dann müssen wir die untere. So. Bitteschön. Was machen wir jetzt? Beschenken. Stück Fleisch. Ja, wirklich nett. Was machen wir jetzt? Wir bestellen. Ich lade dich ein. Was hättest du gern? So, ich bestelle nichts Teures, versprochen. Ich hätte gern. Jetzt kommt sie wieder hier. Kürbistorte? Okay, bekommst du alles, mein Liebelein. Ich bin ja, ich kann mir sowas ja merken. Sie hätte gerne Kürbistorte. Wo finde ich das schon wieder? Kürbistorte. So. Kürbistorte habe ich. Dann knuspriger Pfannkuchen. Das würde ich ja mal hier einschätzen hier. So. Gedämpfte Pilze. Und pikant gewürzte Rippchen. Das war hier vorne, ne? Da. Pikant gewürzte Rippchen. Ziegenmilch. Großhimmel. Bezahlen. Jo. All meine Lieblingsspeisen. Ja. Hättest du mal nicht gedacht, ne? So, wir essen jetzt. Zwei haben wir noch. Das, was machen wir jetzt? Ja, über Lieblingsessen reden. So, da kann man immer nur das. Das ist immer okay, super. Dann haben wir das auch wieder. Ja, jetzt gehen wir, weil alles um ist. Ja, finde ich auch. So, plus 20. Wunderbarchen. Achso, jetzt können wir diesen elektrischen Ofen ja zumindest schon mal hinstellen. Denn das ist das Ende der heutigen Folge. So, Aki-Ak. Ja, das gefällt mir, Leute. Muss ich ehrlich sein. Der gefällt mir nicht. Von vorne alleine schon sieht das scheiße aus. Wo ist es denn jetzt? Elektrischer Hochofen. Wir brauchen dafür Indus. Wir brauchen wieder Blutstein. Erdenleben.
Holzkohle, Rest haben wir, aber wir brauchen wieder 6 Kerne. Und Schweißstäbe brauchen wir noch ein bisschen. 3 Schweißstäbe, Stahlplatten. Okay, kriegen wir easy peasy hin, würde ich sagen. Ja? Weil ich werde jetzt wahrscheinlich hier gleich noch kurz im Anschluss. Weiß gar nicht, ich brauche nur 5, ne? 8, da habe ich noch genug von. 18 Legionen hätte ich auch noch abgeben können, die Quest. Ich mache jetzt nochmal 6 da drauf. Hier die Blutsteine farmen gehen und dann machen wir in der nächsten Folge einfach weiter, denn wir können die Zinnlegion abgeben, die ich jetzt gerade wieder in die Sachen gepackt habe, wie ich gerade sehe. Und ja, wir bauen endlich unseren elektrischen Ofen und dann geht es auch mit der Mainquest weiter. Versprochen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Ich bin raus. Haut rein. Bis dann.